liegt. In dem Bereich, wo hier das Modell steht, sind 3, 4 Lounge-Sessel, wo man eben genau dieses Panorama wahrnehmen kann. Und hier in dem Bereich gibt es Informationsmaterial. Und hier an diesem Schnittmodell sieht man das ganz gut. Es gibt also, das ist das Untergeschoss, hier befinden wir uns auf Erdgeschossniveau. Man geht über diesen Platz, der städtebaulich sehr wichtig ist, weil wir haben da im Grunde 2, 3 kleine Pavillons weggeräumt, um eben den Blick frei zu haben. Das war ganz wichtig städtebaulich. Und dieser Platz soll im Grunde komplett öffentlich zugänglich sein. Es gibt also dieses Hauptelement, diesen Schnitt durch den Turm, der virtuelle Schnitt durch die Sperrmauer. Und um diesen Turm ist sozusagen dieses öffentliche Band der Begegnung und der Kommunikation. Also es gibt diese Sitzterrassen, wo man sich hinsetzen kann. Dort werden die Terrasse wird öffentlich zugänglich gemacht, dort können Dinge ausgestellt werden, man kann sich dort niederlassen, man kann sich dort treffen und kommunizieren. Und um Menschen anzieht und eben die Verbindung zwischen Stadt und Land herstellt, sind wir dort eingeladen, das zu präsentieren. Übrigens, gute Nachricht, Herr Bürgermeister, Sie sind auch eingeladen, diese Konferenz zu tun hat. Und dieser Bereich UN Habitat hat eben dieses Programm Verbindung zwischen Stadt und Land. Der Film an sich geht 16 Minuten. Genau, das ist jetzt gerade so diese Situation, wo eben das Edertal überflutet war. Und hier einen Projektverantwortlichen hatten, so Uli Klein von der Verwaltung, der ja mit dem Edersee groß geworden ist, die Geschichte des Edersees schon immer aufgegriffen hat, hat ja zwei Videos gemacht, das ist gut nachvollziehbar dargelegt und das Kostenregime, ich bin bei allem nur Kompliment, das ist in den Tagen nicht so ganz einfach gut hinbekommen. Also das ist, muss man uns natürlich noch streichen. Viel Erfolg dem Projekt kann ich dazu also wünschen, auch der Mannschaft, die das hier dann spielen darf. Herzlichen Dank. Dank. Landrat Jürgen van der Horst, der Architekt, hat von einem Leuchtturmprojekt gesprochen. Wir sind der Landkreis hier mit Touristenregion Nummer 1 in Hessen. Und wir haben im Upland das ein oder andere Leuchtturmprojekt, nur hier am Edersee war es ein bisschen wenig. Ja gut, der Edersee ist für uns natürlich ein wichtiger Punkt im Tourismusangebot des Landkreises. Gar keine Frage. Viele Menschen suchen hier ihre Urlaubszeit zu verbringen. Und der Landkreis Waldeck-Falkenberg ist sehr eng verbunden mit dem Edersee. Aber das ist jetzt ein tolles Projekt, ich kann das nicht anders sagen. Die Idee, hier einen Publikumsmagneten zu etablieren, ist gelungen. Ich bin mir sehr sicher, dass der Erfolg sich einstellen wird. Klaus Gier, Bürgermeister der Gemeinde Edertal. Hier auf den Latifundien der Gemeinde entsteht dieses Besucherzentrum. Das ist ein wichtiges Projekt. Ne? Ansonsten laufen die Leute hier durch, trinken Tasse Kaffee und sind wieder weg. Hier hat man die Möglichkeit zu informieren, aber auch die Besucher ein bisschen zu binden. Ja, das sehe ich genauso. Das Besucherzentrum hat lange auf sich warten lassen. Und für mich war von Anfang an klar, es muss mehr sein als nur eine reine Information. Wir wollen die Leute schon so ein bisschen begeistern und für den Edersee interessieren. Und ich glaube, das ist mit diesem besonderen Projekt gelungen. Ich freue mich auch, dass unser Landrat Jürgen van der Horst sich ein Bild gemacht hat und bedanke mich ausgesprochen kräftig beim Landkreis für die Unterstützung finanzieller, aber auch materieller, also bei der Baugenehmigung, all diese Sachen, das war wirklich sehr vorbildlich. Danke auch dafür. Ja, nach wie vor fehlt noch so ein bisschen Infrastruktur. Wir sehen im Hintergrund das Terrassenhotel, das seit einiger Zeit brach liegt, an exponierter Lage. Da müsste die Gastronomie, da müssten die Unternehmer noch ein bisschen mitziehen hier am Edersee. Ja, das ist richtig und die Tendenz ist leider nicht gut. Es ist also schon hier und da auch so, dass Gastbetriebe von Bord gegangen sind und andere keine geeignete Nachfolge finden. Das wird eine große Aufgabe für uns als Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Edersee Marketing, aber auch natürlich mit dem Landkreis. Das Thema Fachkräftemangel, Betriebsnachfolge ist ein ganz schwieriges. Das war vor Corona schon absehbar, durch Corona noch ganz schlimm und im Moment müssen wir da wirklich nachlegen, zumal wir jetzt auch vermehrt Übernachtungsangebote schaffen konnten und ein großer Anbieter hier auch mehr noch schaffen möchte. Jürgen van der Horst, wir sehen uns morgen am Eisenberg. Da geht es um die Green Trails, aber ich sage mal, so langsam wird das ja rund. Edersee, Green Trails, Willing, das ist schon was Besonderes hier im Kreis.
Ja, wir haben uns auf den Weg gemacht, eine Qualitätsoffensive zu starten. Bei allen Herausforderungen rund um den Tourismus ist es eben wichtig, dass die öffentliche Infrastruktur modern und zukunftsorientiert aufgestellt ist, die Menschen anspricht, und so wollen wir einen Baustein neben den anderen fügen. Das wird die Menschen in unserer Region locken, und da sind wir auch sehr sicher, dass die anderen Marktteilnehmer sich ebenfalls dort engagieren werden, dass wir in den Beherbergungsbetrieben dann auch Nachfolgelösungen sehen werden, weil viele Menschen wollen natürlich dann auch hier verweilen, übernachten und Zeit in der Region verbringen. Dafür sorgt die öffentliche Hand und braucht natürlich aus der Wirtschaft ihre Partner. Vielen Dank.